Lassen Sie sich von der Stempelkissenbürokratie nie wieder auf der Nase herumtanzen. Kürzlich packte mich die Neugier, was wohl mein alter Geschäftspartner, 72, heute so trieb. Vor 20 Jahren hatte ich ihn aus den Augen verloren. Nach einer kurzen Internetrecherche hatte ich ihn aufgespürt und kurzerhand angerufen. In dem Gespräch erfuhr ich, dass er noch voll im gesundheitlichen Saft steht und sich Tag für Tag dem Geschäftsleben widmet, einschließlich aller Ärgernisse, die damit verbunden sind. Kurzum, er hatte 2 Stunden vor meinem Anruf Schreckenspost vom Finanzamt bekommen, eine Vollstreckungsankündigung in Höhe von 340.000 Euro. Wie um alles in der Welt sollte er diesen existenzbedrohende Behördenbombe entschärfen? Nun, ich hatte da einen Tipp. 3 Wochen später war die Angelegenheit glücklich ausgestanden, ohne dass überhaupt ein einziger Cent in die Amtskassen geflossen war. Besser noch, kleinlaut hat sich das Finanzamt bei meinem Geschäftsfreund zwischendurch für die ungerechtfertigten, völlig überzogenen Vollstreckungsmaßnahmen entschuldigt. Erst per E-Mail und dann noch mit einem eigenen Schreiben. Gemeinsam hatten wir die Behörde schachmatt gesetzt. Überglücklich bedankte sich mein Bekannter bei einem leckeren Essen mit den herzlichen Worten: Herr Rademacher, Sie haben wirklich recht, man muss das System nutzen und darf ihm niemals unterwürfig dienen. Meine praxisbewährte Methode hatte also wieder einmal erstklassig funktioniert. Dieses erfreuliche Erlebnis hat mich jetzt dazu veranlasst, diesen wertvollen rechtlichen Wissensschatz Ihnen, meine treuen Zuschauer und meinen Lesern, voll und ganz zur Verfügung zu stellen. Und zwar in Form meines einzigartigen Ratgebers: Nutze deine Rechte. Nutze deine Rechte ist eine unverzichtbare Lektüre für Sie, denn Ihnen wird es garantiert nicht anders gehen als mir. Jahrelang habe ich mich bei nervtötenden Auseinandersetzungen mit deutschem Behördenapparat schier aufgerieben. Am Anfang haben mir die Staatsdiener dabei regelmäßig das Fell über die Ohren gezogen. Irgendwann aber hatte ich es begriffen. Mit dieser Clique, mit Pensionsanspruch, die kocht auch nur mit Wasser. Ab da habe ich diese Schreibtischtäter mit ihren eigenen Waffen bekämpft. Und siehe da, diese Obrigkeit besann sich auf ihre menschlichen Wurzeln und ich konnte viele Knoten lösen, mit einfachem Schriftverkehr und in persönlichen Gesprächen. Und diese Vorgehensweise funktioniert in der Zwischenzeit so gut, dass ich sie unbedingt auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Verfügung stellen möchte. Einen der vielen Tricks und Kniffe aus Nutze deine Rechte verrate ich Ihnen schon hier und jetzt. Bürokraten bekämpft man am besten, indem man ihre Vorschriften haargenau befolgt. Sie sind sich unsicher, wie Sie das am besten anstellen? Dann schlagen Sie doch einfach in meinem neuen Ratgeber nach. Befreien auch Sie sich jetzt aus den behördlichen Fesseln. Schluss damit. Nehmen Sie jetzt Ihr Recht in Anspruch. Meine anziehende Buchpublikation Nutze deine Rechte zeigt Ihnen in aller Ausführlichkeit sämtliche Tipps und Tricks, wie Sie sich verhalten sollten, damit Sie diesen ersten Kreis der widrigen Behördenhölle erfolgreich durchschreiten. Denn sogar Beamte müssen sich an Recht und Gesetz halten. Etwas Vergleichbares wie Nutze deine Rechte werden Sie auf dem deutschen Buchmarkt kein zweites Mal finden. Lernen Sie, diese ungeheure Macht richtig und geschickt einzusetzen. Wehren Sie sich gegen den unverschämten Beamten- und Behördenapparat. Lassen Sie sich in diesem Rechtsstaat ab jetzt kein X mehr für ein U vormachen. Ergreifen Sie die Initiative und sparen Sie mehr Geld als je zuvor. Ganz legal. Dieses geldwerte Wissen wird Ihnen kein Zivil- oder Strafverteidiger, erst recht kein Steuerberater, freiwillig überlassen. Wenn diese theorieverliebten Juristen überhaupt über diese Praxiserfahrung verfügen. Sie haben doch kein Geld zu verschenken, oder? Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der Erfolgsonline. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.